Hallo miteinander. Krieg ab und zu die Frage, die da lautet: Hilft es, wenn man beim Lernen malt? Wenn man etwas malt, was man gerade lernt? Ja, klar. Massiv sogar. Ich habe immer so ein tolles Beispiel. Ich lerne mit den Schülern manchmal alle EU-Staaten in Europa. Das sind 27. Und dann können die Schüler aufgrund dieser einen Geschichte, das ist so ein Teil von meiner Mega Memory, nach einer halben Stunde können Sie alle 27 Länder in der Reihenfolge her aufzählen. Nur, wenn ich dann sage, wie wär's, wenn ich jetzt nur ein einziges Land so ohne die anderen zeigen würde, erkennt ihr es dann auch noch? Und dann habe ich einen Trick, wie man das kann. Also die werden dann am Schluss diese ganzen Länder auch noch von den Umrissen her mehr oder weniger genau malen können. Und durch dieses Malen wird das Gelernte natürlich massivst vertieft. Und ich weiß noch, mein Geografielehrer, als ich so 16, 15 Jahre alt, der Künzli hieß er, ganz ein toller Typ, der hat uns Füllskizzen ausfüllen lassen. Also man hatte eine Karte der Schweiz jetzt in meinem Fall und musste dann den einzelnen Kantonen Umrisse geben und hinschreiben, wie der hieß und wie die Flüsse hießen. Und dieses aktive Schreiben und auch Malen hat natürlich den Lernstoff schon vertieft. Was der natürlich nicht gelernt hat mit uns, war, wie man dann die ganzen Lernstoffe lernt. Dieses Wissen hat ihm gefehlt, aber ich kann mich gut erinnern, immer wenn ich was malen konnte, hat es tatsächlich besser funktioniert. Und wie gesagt, das ist ein Teil von meinem Kurs, der Mega Memory heißt, das sind mehrere Dutzend Videos, also über 100, wo man eigentlich diese ganzen Techniken, wie man etwas lernt, wie man es wiederholt, wie man es vertieft, wo das drin vorkommt. Es ist tatsächlich so, dass das muss ein bisschen mehr als nur so einen Tag lang geübt werden. Man sollte sich schon entschließen, na, die nächsten, sagen wir mal, den nächsten Monat bin ich jetzt mal bereit, mein Gedächtnis zu schulen. Man macht es dann, wenn man Lust hat. Also man lernt es vielleicht am Abend. Die einen sind so früh aufsteher, die sind dann eine Stunde früher am Morgen wach und lernen. Und andere sagen, ich bin so ein klassischer Wochenendlerner und einige nehmen es in den Urlaub mit. Nur bis sie begreifen, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, habe ich mir überlegt, mache ich so einen 3-Tages-Challenge mit Ihnen, wenn Sie möchten, der nichts kostet. Dieser Challenge heißt, Sie kriegen die nächsten 3 Tage ein Video zum Üben. Und zwar so, wie wenn Sie vor mir sitzen würden. Und dann haben Sie nach jeder Übung erkannt, ah, so kann ich mir Dinge merken mit einer Geschichte. Oder, aha, so funktioniert die sogenannte Loki-Technik, die relativ komplex ist, die man aber beim Lernen, wenn man sie richtig lernt, sofort beherrscht. Oder das mache ich, wenn ich abstrakte Wörter mir merken will. Und nach diesen 3 Tagen, da haben Sie genügend Vorwissen, dass Sie sich entscheiden können, ich glaube, ich nehme jetzt echt die Zeit, mal ernsthaft 20, 30 Stunden zu trainieren, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Ist eine Familienlizenz, sprich alle in der Familie dürfen dann mitmachen, wenn Sie es gekauft haben, können Sie es allen Kindern und Mitbewohnern, wer immer da in Ihrer Wohnung ist, dürfen Sie das natürlich auch geben. Schön. Unten ist ein Link. Wenn Sie den drücken, können Sie sich eintragen mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Namen, damit Sie dann diese 3 Videos die nächsten 3 Tage kriegen. Und jeweils bei diesen Videos gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das gerne gerade bestellen. Sie kriegen dann noch den Vorteil, dass wenn Sie es dann bei diesen Videos bestellen, mein Mega Memory, das kostet 450 Euro normalerweise, da kriegen Sie noch einen deutlichen Rabatt, damit es sich auch gelohnt hat. Also nutzen Sie die Chance jetzt. Müssen Sie die 3 Zauberbuchstaben für erfolgreiche Leute nutzen. Die heißen T-U-N, tun. Weil nur die, was tun, die kommen auch weiter. Viel Vergnügen. Bye-bye.